Da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle und das hat es in sich. Es geht gegen die Washington Redskins. Wir spielen hier zu Hause im AT&T Stadium. Und das ist natürlich die besondere Rivalität. Für mich das, ja eigentlich das Team, das ich nur am 32 liebsten mag in der NFL. Die Washington Redskins, der Hauptrivale meiner Cowboys. Obwohl es vom Erfolg her definitiv in den letzten Jahren die Eagles gewesen sind. Joe Montana, mein persönlicher Quarterback-Held im Trikot der Washington Redskins. Leute, das tut weh. Das tut weh. Also, das wird hier eine ganz harte Nummer gegen die Redskins. Wir verteidigen, glaube ich, von Anfang an nur in der Zone mit einer Cover 4 Pops. Erster Versuch und 10 an der 30-Yard-Linie für Washington. Kommt der Receiver, rechts war in Motion. Und gleich mal ein vollständiger Pass von Montana. Erster und 10 an der 44-Yard-Linie. So, wir bleiben in einer Cover-4-Defense. Unfassbar viel Zeit, aber dann kommt der Sack. Bosa, einer unserer neuen Defense-Player. Auf der Defense-Tackle-Position konnten wir ein paar der Rookies einsetzen, da unsere Chemistry immer noch über der 50 ist. Und wir da halt dann so ein paar Lücken schließen konnten. Und Bosa hat sich hier gerade schon verdient gemacht. 2016 an der 38. Lauf durch die Mitte. Da sahen die Cowboys nicht gut aus. Van Der Esch mit dem Tackle, aber ein schaffbarer dritter Versuch. Dritter und 6. Kurz vor der Mittellinie an der 48 ist der Ball. Was machen die Redskins da draus? Das ist eine Interception. Mel Renfro mit dem Pick. First down Cowboys an der eigenen 41-Yard-Linie. Joe Montana zu intercepten ist immer ein Highlight. Erster und 10. Laufspiel der Cowboys über die rechte Seite mit Emmitt Smith. Cowboys kommen gerade mal ein Yard nach vorne. Zweiter Versuch und 9. Der Trail. Wir attackieren jetzt die Mitte mit Owens, mit Witten und mit Cooper. Fast die Interception der Redskins. Oh, die spielen eine gute Defense. Eine richtig gute Defense. Wir nehmen die Words Jay Shake. Blitz von der rechten Seite. Wir achten auf Owens, wir achten auf Irvin, die rechts positioniert sind. Jason Witten attackiert die Mitte. Keine Chance. Keine Chance. Die O-Line der Cowboys nicht in der Lage, Cunningham Zeit zu geben. Also dann die große Chance mit dieser Interception kann von den Cowboys nicht genutzt werden, die sich definitiv was einfallen lassen müssen in ihre Defense. Der Return an die 32-Yard-Linie. Die Redskins sind's wieder da. Das wird ja, ich habe es ja schon prognostiziert, das wird hier eine ganz, ganz harte und enge Nummer. Erster Versuch und 10 Washington an der 32-Yard-Linie. Laufversuch über die rechte Seite. Marshall Lynch wollte da gerade in den Beast-Mode schalten. Gott sei Dank war da der Run schon beendet. Zweiter und 8, Ball an der 33-Yard-Linie. Wieder Marshall Lynch. Gestoppt an der 37 und jetzt haben wir wieder einen dritten Versuch. Dritter Versuch und 4. Eben endete dieser Versuch in der Interception von Joe Montana. Der Ball ist an der eigenen 37-Yard-Linie. Montana unter Druck, bleibt cool, findet seinen Receiver. First down an der 44-Yard-Linie. Da war schon wieder Druck auf Montana. Erster und 10. Der Ball ist also jetzt in der Hälfte der Cowboys. Uhr läuft langsam runter. Wir sehen keinen Player im ersten Quarter. Punktelos
geht dieses Quarter vorbei. Cowboys in einer Cover 3 Bus Press. Montana mit einem Play-Action-Manöver an der 40-Yard-Linie ist der Ball gestoppt. Zweiter Versuch und 6. Der Ball ist an der 40-Yard-Linie. Wieder Marshall Lynch. Gestoppt von Sanjayo. Und jetzt wird es spannend. Wir haben einen dritten Versuch und 1. Der Ball ist an der 35-Yard-Linie der Cowboys. Ganz wichtiges Down. Und das... ist das ein First Down? Doch, es hat gereicht. An der 33-Yard-Linie. Erster und 10. Der Drive der Redskins geht weiter. Jetzt sind wir schon so gut wie beim Two-Minute-Warning. Ah, da läuft die Uhr runter. Da werden wir, glaube ich, keinen Snap mehr sehen. Oh, da gibt Montana dann doch nochmal Gas. Und Marshall Lynch sagt danke, First Down. Ball in der Red Zone der Cowboys. Die Redskins machen hier jetzt gerade ernst. Marschieren über das Feld. Er geführt nicht von den Pässen von Montana, sondern durch die Läufe von Marshall Lynch. Erster und 10 an der 19. Vollständiger Pass. Zweiter Versuch und 6. Der Ball liegt an der 15-Yard-Linie der Cowboys. Wieder eine Completion, aber kein First Down. Dritter Versuch und 4. Ball an der 13-Yard-Linie. Montana mit dem vollständigen Pass und das ist ein neues First Down. Der Ball ist an der 5-Yard-Linie. Oh, die kommen Schritt für Schritt immer weiter nach vorne. First and Goal an der 5-Yard-Linie der Cowboys. Und das mit Marshall Lynch im Backfield. Touchdown für die Redskins. McLaurin mit dem Catch. Da sah Byron Jones überhaupt nicht gut aus. Jetzt der Extrapunkt der Redskins. Der gelingt und Washington führt 7:0. 1:18 haben wir noch zu spielen in der ersten Halbzeit. So, die Cowboys haben noch alle drei Auszeiten. Ein Field Goal sollten wir noch erzielen, damit das hier nicht komplett ausartet, dieses Spiel. Sanders mit dem Return. Bringt den Ball an die 31-Yard-Linie. Das ist ein erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, wir nehmen den Slot Drive. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Terrell Owens im Slot. Da ist kein Safety bei Terrell Owens und der bringt den Ball an die 31-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, Owens und Irvin von links auf einer Slant, Cooper von der rechten Seite. Der Ball geht zu Terrell Owens und der hat ein First Down jetzt in der Red Zone an der 16-Yard-Linie. Cowboys im No-Huddle-Modus. Und einem Lauf über Emmett Smith. Boah, sind die schnell, meine Güte. Wir gehen per Audible in einen Stick. Der Ball über die Mitte auf Michael Irvin. Und jetzt sind die Cowboys an der 1-Yard-Linie. Nehmen ihre erste Auszeit. So, wir sind weit gekommen, aber jetzt muss der Ball auch noch irgendwie in die Endzone. Start mit einem Power Run. Zwei Auszeiten haben wir noch. Emmett Smith soll es richten. Er schafft es nicht in die Endzone. Kommt an die 1-Yard-Linie zurück. Second and Goal damit.
Ein Run durch die Mitte. Emmitt Smith ist in der Endzone. Das ist der Touchdown für die Cowboys. 6-7 damit der Spielstand. Und die Cowboys gehen auf die Two-Point-Conversion. Irvin von links im Slot. Jason Witten, der Tight End, ist unsere Absicherung. Er bekommt den Ball und die Cowboys führen mit 8-7. 8 Sekunden vor dem Ende der ersten Hälfte. War das ein ganz, ganz wichtiger Drive. Der Ball geht in die Endzone der Redskins. Wir sehen keinen Return. Kneel down. 1. und 10 für Montana. An der eigenen 25-Yard-Linie. 8 Sekunden sind noch zu spielen. Die Redskins haben noch 3 Auszeiten. Aber das war nichts. Da lassen sie die Uhr runterlaufen. So, es ist Halbzeit. Dallas führt mit 8-7. Wir gehen gleich rüber in die zweite Hälfte der Partie, die die Redskins mit dem Kickoff eröffnen müssen. Der Ball an die 1-Yard-Linie. Sanders mit dem Return. Gestoppt an der 26-Yard-Linie. 1. Versuch und 10 für die Cowboys. Drive-Through-Corner. Wir schicken Urban von rechts in Motion. Er geht auf eine In-Route. Wir achten auf unsere beiden Tight Ends. Rechts und links der Line of Scrimmage aufgestellt. Der Ball geht aber zum Wide Receiver, zum Michael Irvin. Der kommt an die 36-Yard-Linie. Das ist ein neues First Down für Dallas. Shock Halfback Wheel. Witten attackiert die Mitte. Terrell Owens im Slot auf einer In-Route. Der Ball geht aber zum Tight End. Und das ist ein neues First Down an der 48-Yard-Linie. Cowboys bewegen den Ball nach vorne. Laufspiel Emmitt Smith durch die Mitte. Oh, es war gerade mal ein Yard Raumgewinn, glaube ich, wenn überhaupt. Ja, 2. Versuch und 9. Nehmen wir den Texas. Das heißt, Whitney und Harris attackieren die Mitte. Owens wird an der Line of Scrimmage gedeckt. Der ist raus bei der Nummer. Aber unser Tight End mit dem nächsten First Down. An der 35-Yard-Linie sind die Cowboys damit. 1. und 10 für Dallas. Wir bewegen den Ball kontinuierlich nach vorne. Wir Play and Play Action Spiel zu Play Action Misdirection Shot. Wir achten auf Terrell Owens links. Hoffen wir, dass wir die Zeit bekommen. Da geht der Ball raus zu Terrell Owens. Und das ist ein First Down in der Red Zone. Der Redskins an der 11-Yard-Linie. 1. Versuch und 10 für Dallas. Cowboys mit einem Run über die linke Seite. Und Emmitt Smith bringt den Ball an die 5-Yard-Linie. 2. Versuch und 4. Wieder Emmitt Smith als Running Back eingeplant. Der Ball einfach durch die Mitte. Oh! Mörder Tackle von Page. 3. Versuch und 5. Wir nehmen den Stick. Achten auf Michael Irvin links. Jason Witten unsere Sicherung. Incomplete Pass. 4. und 5 von der 6-Yard-Linie aus ist der Drive gestoppt. Cowboys schicken die Field Goal Unit aufs Feld. Neuer Spielstand 11-7. 4-Punkte-Führung für Dallas. 18 Sekunden vor dem Ende des dritten Quarters. So, der Kickoff ist unterwegs, geht an die 5-Yard-Linie, der Return von Washington.
Wunderbar gestoppt an der 24-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. 15 Sekunden noch im dritten Quarter zu spielen. Lauf, Beast Mode. Oh, das ist ein Holding, Leute. Das war noch kein Block. Zweiter Versuch und 3. Aber Holdings werden hier dermaßen selten gepfiffen. So, das dritte Quarter ist vorbei. Wir gehen ins Schlussviertel. Die Cowboys haben eine knappe 4-Punkte-Führung. Aber eine 4-Punkte-Führung bedeutet gleichzeitig auch, dass die Redskins einen Touchdown brauchen. Mit einem Field Goal können sie sich hier nicht zufrieden geben. 2-3. Marshall Lynch kaum zu stoppen. An die 36-Yard-Linie, neues First Down. Erster Versuch und 10. Ein Mörderhit von Van Dash gegen Lynch, der kann den Ball nicht festhalten. Zweiter Versuch und 10 damit. Das war ganz, ganz wichtig, mal so ein Statement hier auch mal rauszulassen. Kein Field. Oh, was für ein Catch. First Down an der 49-Yard-Linie. Die Redskins wissen genau, was sie hier liefern müssen. Der Ball ist an der 31-Yard-Linie. Blitzschnell marschieren die Redskins hier über das Feld. Wir sind beim Two-Minute-Warning angekommen. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie hier im AT&T Stadium. So, beide Teams natürlich noch mit allen 3 Auszeiten. Tiefer Ball und der ist intercepted. Tillman mit dem Pick. Die zweite Interception von Montana. Und jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer für die Washington Redskins. Der Ball zwar an der eigenen 6-Yard-Linie. Jetzt müssen sie ihre Auszeiten opfern und dürfen hoffen, dass den Cowboys nicht allzu viele First Downs gelingen. Erstes Timeout genommen. Der Ball ist an der 8-Yard-Linie. Cowboys laufen weiter. Blunt Dive geht über die linke Seite. Boah, die sind aber auch gut. Also die nehmen meine O-Line auseinander, die Redskins. Das ist ein Traum. Dritter und 9. Probieren ein Counterplay. Vielleicht schaffen wir es, dass wir die Aggressivität der Redskins ausnutzen können. Und Emmett Smith ist unterwegs. Kommt an die 12-Yard-Linie. Washington nimmt das nächste Timeout. Jetzt haben sie keine Auszeiten mehr zur Verfügung. Aber die Cowboys müssen auch punten. Von der eigenen 12-Yard-Linie aus der Endzone. Das mag kein Panther wirklich gerne. Der Return an der 44-Yard-Linie gestoppt. 1:36 haben die Washington Redskins noch Zeit. Erster Versuch. Aber sie brauchen halt auch einen Touchdown. Irgendwann werden sie richtig ins Risiko gehen müssen. Incomplete Pass. Carr, gut aufgepasst. Zweiter Versuch und 10. Cowboys bleiben natürlich in der Cover 4. 1:33 noch auf der Uhr. Vollständiger Pass, Open Field Tackle, damit läuft die Uhr weiter. Ball an der 48-Yard-Linie. Und das ist die nächste Interception und da ist Renfrow niemanden mehr vor sich. Pick 6 und das ist die Entscheidung in diesem. Dritte Interception von Joe Montana. Und so kannst du kein Footballspiel gewinnen. Wir nehmen den Stick. Irvin von links auf einer Slant. Jason Witten, Tight End, unsere Absicherung. Und ein Quarterback, der selber in die Endzone läuft. 19:7, 12-Punkte-Führung
keine Auszeiten mehr für die Redskins. Das Spiel ist entschieden. Da muss man im Football immer vorsichtig mit sein. Wenn jetzt zum Beispiel einfach nur ein Kickoff-Return-Touchdown folgen würde, ist das Ding schon wieder offen. Dann eine erfolgreiche Onside-Kick und schon stehst du da. Und das Spiel kann schon wieder kippen. Aber wenn alles normal läuft, dann dürften die Cowboys dieses Spiel hier eigentlich in der Tasche haben. Erster und 10 an der eigenen 21-Yard-Linie. 1:11 noch zu spielen. Marshall Lynch mit einem Run. Schöner Tackle von Ryan Shazier. Damit haben wir einen zweiten Versuch und 5 an der 26-Yard-Linie. Wir haben einen dritten und 5. Momentan geht nichts mehr. Oh, das ist die nächste Interception. Diesmal ist es Sanjayo, der zugreift. 4 Interceptions gegen Joe Montana. Das hat es, glaube ich, in der NFL noch nie gegeben. Ich wüsste es zumindest nicht. Erster und 10 an der 48-Yard-Linie. Wir laufen mit Emmett Smith. Der beste Run im Spiel, glaube ich, den wir hier gesehen haben. Erster und 10 an der 39-Yard-Linie. Noch einmal ein Counterplay. Wieder geht es über Emmett Smith. Ball an der 35-Yard-Linie. Lauf über die Außen an Stretch. Boah, die sind so aggressiv, die Redskins. Aber die Uhr läuft runter. Auf 0. Die Cowboys gewinnen dieses Spiel. 19:7. Das war eine ganz harte Nummer, aber zu viele Interceptions von Montana sorgen dafür, dass die Cowboys dieses Spiel gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.